Ich empfehle Anarchy, ist bei manchen Straßenkreuzungen eine sehr große Hilfe. Was macht es? Die haben keinen Strom und kein Wasser. Ja, ist ja auch ein bisschen außerhalb gebaut hier. Die ganze Stadt mit Wasser versorgt. Gibt keine Beschränkungen mehr wegen Snapping. Kannst Straßen bauen, wie du willst. Achso, okay. Das ist natürlich ganz cool. Wobei man das ja auch hier und da mit Move-It regeln kann. Dann kannst du ja die ganzen Straßen auch hin und her bewegen. Aber das werde ich mir mal angucken, auf jeden Fall. Anarchy. Benutzen sonst noch irgendwas Besonderes oder? Sagen, dass sie auch mal hier auf die dritte Spur fahren. Vielleicht muss ich das eher hier lösen, das Problem. Die können natürlich auch geradeaus fahren. Die fahren so geradeaus. Ich werde nachher eine neue Stadt anfangen mit 170 Mods. Alter Vater. Nimm ein Stück der Straße weg und nimm die Autobahn auf und Abfahrt. Von dem hier, ja. Ich meine, hier läuft der Verkehr, ja. Ich wollte einfach nur versuchen, ob die vielleicht auch auf die dritte Spur fahren, aber gut. So schlimm ist es. Ich könnte aber von hier nach da direkt eigentlich auch, wenn die jetzt sozusagen sowieso hier hin wollen, dann können die hier noch eine Verbindung kriegen. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Richtung schön bauen, das ist, wollte ich tatsächlich auch. Ich wollte auch mal so ein bisschen schöner bauen. Aber naja, momentan ist es doch sehr funktionabel, sage ich mal so. Warum gibt es denn jetzt diese Snap-Teile nicht mehr? Das verstehe ich nicht. Oder ist das? Ah. Nutzt aber keiner. okay. Die dürfen hier natürlich nur rechts rumfahren. Die Freunde der Sonne. Cheetah. So. Ja,
Kann ich das hier nicht ändern? Verpimmel mich, ich spiele noch mit einem Kumpel Forza. Bin ich erwartet bald mit einem neuen schicken Auto hier. Ja, das lässt noch auf sich warten, das Auto. Tschüssi Tobi, mach dir noch einen schönen Abend. Okay, so ein paar Leute fahren hier lang. Immerhin. Das heißt, müssen die hier natürlich warten, weil hier eine Ampel ist. Wollte ich aber nicht, dass da eine Ampel ist. Das hier ist ein Problem, die müssten halt eigentlich. Die dürfen dahin nur. Die können halt schon da und dahin. Die nur da, die nur da. Die dürfen dahin. Die fahren nur da lang. Die können da, da und meinetwegen da und da lang. Machen wir mal so. Die dürfen auch dahin. Wie sie alle über die Ecke fahren. Und hier, die dürfen ja sowieso nicht, aber die fahren bitte hier rüber. Die können beide nutzen und die nutzen nur diese Spur. Und die, ja, auch wenn es eine vierspurige ist, dürfen alle nur hier drüber. Ist auch doof irgendwie eigentlich, ne? Aber gut, dann ist die Spur zumindest, dass die hier immer drauf kommen. Geh mal beim TM auf das dritte von oben links und klick auf eine Kreuzung, da kannst du auch die Richtung mit einstellen. Ja, ja, ich weiß, aber ich finde das hier so ein bisschen angenehmer, dann sehe ich das besser. Also ich finde das für mich einfach angenehmer. Okay, wenn die wirklich hier drauf fahren wollen, dann müssen sie halt diese Spur nehmen oder diese Spur. Die fahren auch wie sie wollen, naja. Müssen halt hier dann viel die Spuren wechseln, aber naja. Hier ist es genauso, die dürfen nur die nutzen und die dürfen auch die nutzen. Aber eigentlich könnten wir das auch so machen. Wie kann ich das denn jetzt hier rückgängig machen? Das habe ich noch nicht so ganz. Oha. Hier ist Stau am Start. Okay, die dürfen nur dahin fahren. Die müssen da lang fahren. Und die haben wir auch so. Oder halt so. Ja, haben wir den Verkehr schon entlastet hier. Wenn du die Linie ziehst, wieder aufklicken. Okay.
Ah, okay, einfach wieder eine Orke. Verstehe. Hier könnt ihr sozusagen hier noch eine Abfahrt machen und da. Also eine Auffahrt und eine Abfahrt so. Dann wird die Kreuzung hier auch so ein bisschen entlastet, vielleicht. Gucken. Kommen natürlich die Ampeln dann weg hier. Die braucht keine Sau. Und die dürfen auch wieder nur dorthin. So, zu Hause. Sehr gut, Frau Muschel. Jetzt haben wir die Kreuzung hier so ein bisschen entlastet. Fahren trotzdem noch viele da lang. Warum parkt denn der da? Da ist Parkverbot. Was? Wann habe ich das aufgehoben, das Parkverbot? Willkommen zu Hause und im Feierabend, Frau Muschel. Vor Jahren habe ich SimCity 2000 ein einziges Mal eine funktionierende Stadt zum Leben bekommen. Ja, das ist schon nicht so easy, ohne Frage. Ich denke, hier geht es einigermaßen. Nutze Fußwege, die Sims laufen auch stundenlang. Ja, das muss ich auch noch bauen, das stimmt. Da hast du recht. Aber gut, zumindest ist es jetzt hier so ein bisschen entlastet. Der ein oder andere nutzt dann doch hier diese Umgehungsstraßen, nenne ich sie mal. Wenn die eh hier ins Industriegebiet wollen und nicht da hinten hin, müssen sie ja nicht durch den Kreisverkehr fahren. Ne? Hello, Darkness, my old friend. Hallo, Herr Fenzer. Guten Tag. Fußwege, sagst du. Ich weiß nicht mal, wo ich Fußwege finde, ehrlich gesagt. Ja. Kiesstraße? Nee. Sind die Fußwege drin? Sind die bei den Parks? Nee, muss ja schon bei Wegen sein. Straßenzölle, Straßenzustand. Kleine Straßen müsste es ja eigentlich sein. Monorail-Gleise. Gleise. Asymmetrische dreispurige Straße. Zweispurige Kiesstraße. Terraforming. Ah, bei Terraforming? Ah, okay. Stimmt, da gibt es auch die Fahrradstraßen und so. Kiesweg. So, dann machen wir hier so ein paar Shortcuts wahrscheinlich durch die Dinger, ne? Da gehen auch Häuser mit kaputt. Wie nutzt man die denn am besten, die Fußwege? Hier so zwischen den Dingern, oder? Die...
Muss nicht an eine Straße snappen, okay. Aber was bringt es denn? Also mit dem Snapping ist halt schon manchmal ein bisschen ätzend. Dicht an der Straße ran. Parkweg gebaut. Sehr gut. Die dann durchlatschen. Snappen kannst du ausstellen, weil er da ganz unten links, zweite neben dem Geraden. Freie Wegform, das hier. Freizeitparkweg. Links vom Geraden. Ach so, an paar A. Noch so ein Shortcut hier setzen. Dann hier noch da vielleicht. Pflasterwege kann man auch als Tunnel benutzen. Okay. Also von hier aus, dass sie dann quasi auch hier hinten hinlaufen oder was? Indu bringt nichts. Hier hinten in das Gebiet könnten sie doch laufen, oder? Na, hier kommen sie sogar zur Haltestelle. Wenn ich das hier kaputt mache, das Haus. Seine Kartoffelsuppe schon gegessen. Gewerbe und Wohnungen bringen was. Okay. Mal gucke, da läuft tatsächlich jemand lang. Verrückt. Ich habe sie eigentlich warm gemacht in der Mikrowelle, aber ich glaube, ich habe das Piepen überhört. Überhört.
Manche hier unterirdische. Huch! Habe ich Schienen genommen aus Versehen? Null. Unterirdische. Tunnelsysteme für die Fußgängers. Oh. Hä? Warum ist das belegt? Das ist doch ein Tunnel. Kann ich nicht Tunnel an Tunnel snappen lassen? Da geht's. Ist ja spannend. Da wäre Anarchy hilfreich. Ich will auch City Skylines spielen. Hast du es nicht, Frau Muschel? Die Sims sind vorbildliche Fußgänger, die nutzen Zebrastreifen, das kann Staus verursachen, ja. Das stimmt. Das habe ich auch schon erlebt. So, dann können wir von hier aus noch. So. Ich will auch mit Dennis Subnautica Multiplayer ausprobieren. Ach, Mods? Oder was? Multiplayer Mods? Und warum willst du das nicht mit mir? Ach, guck mal, da laufen tatsächlich ein paar Leute lang. Wie cool. Warum willst du das nicht mit mir ausprobieren, Frau Muschel? Hier so ein riesiges unterirdisches Fußgängernetz. Das ist ja ein bisschen gruselig auch. Warum er die denn alle kaputt machen will, das verstehe ich nicht. Das sieht ja wunderschön aus. Naja. Das mache ich mal wieder weg. Das sieht nicht schön aus. Das sieht nicht schön aus. So ist besser. Ach, das kleine Haus daneben ist ja süß. Ich ziehe mich mal zurück, will die neue Stadt anfangen. Okay, vielen Dank für die ganzen Tipps. Viel Spaß dir beim Spielorn. Ach, guck, die Studenten hier, die könnten ja da wunderschön langlaufen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Weil Dennis mich gestern schon gefragt hat. Alles gut. Und vielen Dank für die ganzen, für den Follow. Schön, dass du reingeschaut hast, freut mich. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oh, wie viele Leute hier langlatschen. Das hätte ich viel früher machen müssen.
Huch. Ich hole mal kurz mein Essen aus der Mikrowelle, das müsste ja eigentlich längst fertig sein. Bis gleich. So, Tarn ist weg, Keks weg. Ich habe mein Essen aus der Mevi geholt. Ich muss sagen, die Würstchen vertragen die Mikrowellenhitze nicht so gut. So, haben wir ein Fußgängernetz gebaut. Oh. Lul. So. Wo ist die Facecam hin? Na, ich esse gerade. Wenn ich fertig bin, kommt die Facecam wieder. Habt ihr schon öfters essen sehen? Ja. Ich mag das immer nicht so vor der Kamera. Ich schmatz euch lieber ins Ohr. He's calling from the
What? Raining cookies. Cowabunga, it's raining cookies. An anonymous user gifted a tier 1 sub to Shanghai underscore snake. Lieber anonymer Gifter, ich danke dir recht herzlich für den Sub für Shanghai Snake. Es ist wirklich sehr, sehr lieb. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir von ganzem Herzen. Pupskuss for you. Dornröschen-Autobahn, was ist das denn? Der hat sich gefreut. Ja, ich denke auch. Theoretisch müssten wir auch von hier eine Brücke dahin bauen oder einen Tunnel oder so. Hat er von Milchbaum geklaut. Ja, die darf das niemals sehen, dass ich das mache. Getan ist eigentlich wieder dieses Spiel mit der Jägerin. So, Alloy, was ist ein Alloy? Kann ich schon Institut für Bildende Künste ist für Oberschule? Wintermarkt. Ein bombastischer Springbrunnen. Wir könnten hier in die Mitte, könnten wir so ein bisschen die Party Area machen, oder? Da könnte auch der bombastische Springbrunnen hin. Meteoritenpark. Müsst ihr eigentlich hier den Meteoritenpark hinbauen, ne? Und eine Straßenbahnhaltestelle davor. Stelle zum Verlegen ziehen. Okay. Er quatscht. Achso, Horizon Zero Dawn. Er quatscht mehr als zocken, das kennen wir ja. Das kennen wir ja. Hier, der Meteoritenpark.
direkt neben dem wirklichen Meteoriteneinschlag. Da freuen sich die Leute, da können sie hier besuchen und überhaupt. Taxi haben wir. Sightseeing-Touren, ja, okay, ich habe jetzt noch nicht so viel Sightseeing-Gedöns. Hier kann man nochmal an der Poststation hin. Pflanzen. Meinetwegen auch hier oder hier unten. Ja, ganz an den Rand. Null. Achso. Kein Bau auf Wasser möglich, ne? Dann halt da. Da freuen sich die Leute. Guck mal, wie sie lächeln. Okay, also Post haben wir auch. Parkpflegegebäude. Ach, das sind diese ganzen Parksachen. Wir können, ja, ich weiß nicht, wollen wir einen Freizeitpark bauen? Wollen wir einen Zoo bauen? Oder einen Stadtpark? Angeltouren, oh. Yachthafen, oh. Restaurantpier, oh. Beachvolleyballplatz, Volleyball. Angelstieg. Ein Freizeitpark. Wie der Dennis lacht. Ich glaube, das Wasser ist aber hier nicht hoch genug, ne? Das ist, könnte ein Problem sein. Die Stadt entwickelt sich nicht Sci-Fi-mäßig, nö. Also man kriegt auch so Technologiegebäude dazu, ohne Frage. Die Gebäude entwickeln sich auch weiter, aber jetzt nicht so, dass die dann irgendwie mit Raketen rumfliegen oder so. Ach, das muss richtig an der Straße sein. Aus, aber wenn ich groß bin, ziehe ich nach Hodenhagen, weil der Ort so einen schönen Namen hat. Also nicht Age of Empires mäßig, nee. Die Stadt wächst ja mal relativ langsam. Ja, so ist es im Leben. Es geht halt nicht alles schnell. So, Frau Muschel hat gesagt, ein Freizeitpark, ne? Ein was? Ein Freizeit-Zoopark? Du bist auch ein witziges... Mann! Hoshi macht immer Hektik. So. Ich könnte eigentlich hier um den Krater herum, das wäre eigentlich der perfekte Ort für einen Freizeitpark, oder? Schon, oder? Was ist denn hier hinten? Achso, die haben keinen Strom. Ja, ist der Notbunker, aber auch keinen Strom. Oh, ich habe eine mega Nachfrage nach Gebäuden.
So, hier kommen jetzt die Öko-Gebäude aus dem Prenzlauer Berg. Bin halt alt und hab keine Zeit zu verschenken. Garantie ist welche Verfallsdatum auch überschritten? Eieieiei, das klingt aber uiuiuiui, da musst du vorsichtig sein, Hoshi.